Hallo YouTube und hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Oh. Digga, war das schon. Für die Begrüßung darf ich euch ganz herzlich zurückheißen hier auf meinem Kanal. Ich muss mich erstmal richtig fett bedanken an all die neuen Leute, die hier sind, Mann. Oh mein Gott, danke Leute, dass ihr hier seid. Ihr seid im Endeffekt die, die mich abonnieren und das macht mich einfach mega happy. Und als zweitens, ey, das fängt wieder richtig gut an, Leute. Der zweite Punkt heute ist mir auch ein bisschen, also ist schon recht wichtig, deswegen mache ich kurz einmal Musik aus und schwarz-weiß im Hintergrund, so danke Regie, danke, ja, reicht auch wieder. Und zwar, Leute, habe ich ein neues Intro, ihr habt das jetzt eben schon gesehen und vielleicht auch schon auf dem Apokalypto-Clan, das Intro ist mega, mega heftig und ich will jetzt eigentlich, ich möchte, dass ihr bei dem Intro-Ersteller unten in der Beschreibung vorbeischaut, auf sein letztes Video geht, ein Like da lasst und einfach mal Killcra Army in die Kommentare schreibt. Ob ihr ihn abonniert, ist natürlich euch selbst überlassen, aber bitte tut mir den Gefallen, schreibt einfach mal Killcra Army in die Kommentare, damit er sieht, ja, das Intro ist mir gut gelungen, weil ohne Witz, Leute, das Intro ist so sick und jetzt kommen wir gleich zum Kommentar. Also, bevor wir zum Kommentar kommen, Leute, ich schreibe das bei ihm vorbei, das raste ich komplett aus. Ah. Ja, Leute, was ist heute mein Commentary? Seht ihr schon im Titel so, keine Eigenwerbung oder so, weil es ist nicht richtig das Commentary heute, tut mir mega leid, aber am Wochenende kommt nochmal was richtig Gutes, hoffentlich auch was Lustiges für euch, weil ich find's ganz lustig eigentlich, weil ich habe wieder mega viel Glück gehabt, was COD angeht. Aber heute ist es mehr so eine Art, wie soll ich sagen, ich gehe auf ein paar Fragen ein, die sehr, sehr oft in den Kommentaren gestellt wurden. Und zwar, Leute, erstens, die meistgestellte Frage, Leute, kann man mit dir zocken? Ja, da gibt es zwei Sachen. Erstens, ja, ihr könnt mit mir zocken, ja, das ist schon mal jetzt, yay. Und zweitens, das hat immer ein paar, also man muss schon ein paar Sachen machen, denn erstens streame ich am Wochenende immer, ja. Am Samstag oder am Sonntag, also entweder Samstagabend oder Sonntagmittag, irgendwie so streame ich immer und spiele mit meinen Abonnenten. Das sind schon richtig viele, die da am Start sind mittlerweile beim Stream. Deswegen mega nice, so dass wir immer so 15 bis 20 Zuschauer sind, macht mich mega happy. Und auch dafür an die neuen Leute jetzt mal. Unten in der Beschreibung der erste Link ist ein Twitch-Channel. Da klickt ihr erstmal drauf und folgt mir einfach, weil am Wochenende, Samstag spätabends oder so Sonntagmittags, streame ich eigentlich immer mit und spiele mit Abonnenten. Das ist auch mega lustig, was wir da machen. Manchmal so komische Sachen, die man eigentlich noch nie gesehen. Und ich laber schon viel zu viel Scheiße. Also, wenn ihr Bock habt, mit mir zu zocken, addet mich erstmal unter den Account KTheFaggot oder FGT, wie auch immer. Ihr seht es gerade eingeblendet. Addet mich unter den Account, nicht unter Killcra oder Apokalypto Killcra, weil ich bekomme so viele Anfragen auf meinem Main-Account, ja. Also, bitte einfach unter KTheFaggot adden und dann nehme ich euch alle an, wenn ich online bin. Und auch mal zwischendurch lade ich euch dann alle ein, ohne irgendwie zu streamen oder so, also nur mal so die erste Info. Die zweite Info, Leute, ja, ich habe auch Twitter, ja, jetzt denkt ihr euch so, oh, ist das ein Video, wo nur Eigenwerbung macht, dann kann ich nur sagen, ja, es ist. Nein, Leute, also ich habe einfach Twitter und das würde mich mega freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, weil ich da auch mega komische Sachen manchmal poste und die Streams ankündige, mit euch ein bisschen rede, Umfragen mache, wann welches Video kommt. Ihr könnt mir schreiben, was für Themen und so, das würde mich auch mega happy machen. Und drittens, Leute, jetzt noch ein richtiges oder relativ richtiges Thema, und bevor wir zum Thema kommen, kommen wir erstmal zum Hintergrund. Ach, längstes Intro der Welt gerade gehabt, aber ohne Witz, ihr müsst euch mal vorstellen, im Hintergrund eine Nuklear von mir, er spielt die erste Nuklear auf dem Account, eine Multigun Nuclear und zwar auf Nuketown. Ich bin nicht so der Nuketown-Spieler, deswegen freue ich mich da mega. Ist auch nur 4 Minuten lang oder so, aber ich habe da bestimmt mit 5, 6, 7 verschiedenen Waffen gespielt. Ich schneide euch ein bisschen zusammen, ihr seht wahrscheinlich nicht alle Waffen, aber echt ein mega sickes Gameplay und dafür einfach mal einen Daumen nach oben lassen. Ansonsten kann ich einfach nur sagen, dass ich, ja, wie gesagt, mega happy bin, dass ihr die ganzen Aufrufzahlen hochballert, dass ihr so oft liked. Also, das macht mich einfach mega happy. Ihr müsst euch vorstellen, für euch ist es nur kurz ein Like, für mich ist es auch nur kurz ein Like, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ansonsten, jetzt tut mir leid, dass heute nicht so das krasseste Video gekommen ist, aber morgen, übermorgen, ich weiß nicht ganz, ab wann ich das hier hochlade, aber am Sonntag oder Montag kommt ein richtig gutes Video und deswegen möchte ich einfach mal, dass ihr da vorbeischaut und euch das einfach mal gönnt, weil das wird, glaube ich, richtig lustig für euch. Für mich war es jetzt nicht so lustig, weil, wie gesagt, Glück habe ich in COD anscheinend nicht, also haut rein. Und schreibt nochmal in die Kommentare, was ihr von Live-Commentaries haltet, weil ich gehe jetzt bald wieder so auf Nuklear, Doppel-Nuklear live und das würde mich mega freuen, wenn ihr eure Meinung dazu in die Kommentare schreibt oder generell einfach mal alles in die Kommentare schreibt, was ihr wollt, also haut rein. Ich habe euch mega lieb, ne Homo. Und meine Lungen brauchen wieder eine Pause. Haut rein, wir sehen uns. Peace out.